Hallo, ich bin Julian Melcher von Beosam und wir befinden uns hier in der Soester Börde in Werl auf dem Feld von Franz Josef Kortmann, um uns den Sommerkohlrabi Kohnen näher anzusehen und Ihnen die Vorteile dieser Sorte näher zu bringen. Die aufrechte Blattstellung von Kohnen und die gleichmäßige Abreife ermöglichen eine schnelle Ernte mit hohen Abernteraten. Auffällig hierbei ist ein hoher Laubansatz und besonders bruchfeste Blattstiele, was eine schnelle Sortierung und Verpackung ermöglicht. Wir empfehlen Kohnen für die Pflanzung von Anfang April bis Mitte oder Ende Juni. Der optimale Pflanzabstand sind 25 x 25 cm bis 35 x 25 cm. Engere Pflanzabstände von bis zu 18 cm in der Reihe sind optimal, um ein aufrechtes, starkes Laub zu fördern. Herr Kortmann pflanzt mit einem Abstand von 50 x 18 cm. Um Schädlinge wie Kohlfliege etc. fernzuhalten, können im frühen Stadium Netze aufgelegt werden. Für das starke Laub von Kohnen ist das kein Problem. Kohnen ist durch sein aufrechtes Laub und die attraktive weiße Knolle die ideale Sorte für die gesamte Sommerperiode, die auch im Frühjahr unter kalten Bedingungen optimal wächst. Nach ca. 57 Tagen ab Pflanzung ist der Kohlrabi reif zum Ernten. Die Pflanzen auf diesem Feld wurden in Woche 15 gepflanzt und sind nun bereit zur Ernte. Der ausgesprochen süße Geschmack und die strahlend weiße Knolle machen Kohnen zur idealen Sorte für den Frischmarkt.